knows what it's like. Behind Blue Eyes knallt runter von der 7 auf die 10. Wer sich die Nummer mal live reinziehen will, Limp Bizkit touren noch bis zum 18. März durch Deutschland. The Rasmus sind wieder aktiv. Funeral Song heißt die neue Single der finsteren Finnen. Der Vorgänger In the Shadows fällt europaweit von der 8 auf die 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Besorgte Eltern machen mobil gegen Umf. Das Augenauf-Video könnte ihre Kleinen gefährden. Prompt fällt die Single von der 6 auf die 8. Lack, Leder, Latex, Luder, Britney schießt von der 13 auf die 7 mit Toxic. Auf ihrer World Tour bringt Miss Spears gerade die Amis zum Schwitzen. Ronan Keating schießt von der 0 auf die 6 mit seiner neuen Ballade She Believes in Me. Der Song wurde aus seinem letzten Album Turn It On ausgekoppelt. Kelly's Milkshake gibt's diese Woche auf der 5. Bevor sie zum Mikro griff, hat sich die schöne New Yorkerin ihre Brötchen als Model verdient. Jamelia ist schwer verliebt in Usher. Von Glückshormonen beflügelt schwebt der Superstar aus dem UK von der 5 rauf auf die 4. Früher Zollbeamter in der Karibik, heute Popstar auf der ganzen Welt. Soca King Kevin Little weiterhin auf Platz 3 mit Turn Me On. Was haben Andre von Outkast und Carrie aus Sex and the City gemeinsam? Beide sammeln Schuhe. Ein paar seiner Treter zeigt Dre bei Hey Ya auf der 2. Letztens hatten ja die Black Eyed Peas ein paar Gigs in Großbritannien. Da haben sie nicht nur Beans on Toast und Beer of X kennengelernt, also jetzt für die Kultivierten unter uns. Beer of X heißt wirklich auch ganz schnell runtergezogen, nicht so wie hier in Japan, Frau mit Sushi bedeckt und so. Ja. Aber neben dem haben sie auch noch die Glamrocker von The Darkness getroffen. Und irgendwann, nach dem 14. Drink auf der Aftershow-Party, hat dann Will.i.am verkündet, wir sind The Darkness Studio. Klingt irgendwie ziemlich absurd, aber seit Run-DMC und Aerosmith, das ist ja auch schon 2-3 Tage her, in Sachen Rap-Crossover ja eigentlich so einiges geschafft haben, ist dies auch nicht mehr unmöglich. Also hier kommt unser alter und neuer Spitzenreiter seit 2 Monaten, die Nummer 1 der MTV European Top 20. Black Eyed Peas! Mit Shut Up. Das mache ich euch. Gehabt euch wohl. Bis nächste Woche.